Hallihallo, hier ist der Gusua wieder. So, wir sind wieder im YouTube-1+Mio-Loot-Clan. So, ich hau hier auch gerne nochmal das Clan-Kürzel raus. Dürft ihr euch gerne notieren. Wenn ihr richtig, richtig geilen Scheiß habt, dürft ihr dies dort posten. Immer zu einer gewissen Zeit. Einfach mal reinschauen, seht ihr dann. Haut der Tor raus und wir gucken uns das einfach mal an. Wir schauen mal, komplett inaktive Base, komplett, ich sag mal, Stand. Wenn wir jetzt die Infernos und die Expos nicht dazu sehen, ist das Stand Rathaus. Ja, ich sag mal, die Kanonen sind Maxed 8, die Magiertürme sind 7, Town Hall 7 Niveau. Also es ist schon richtig, richtig bad. Richtig bad und sollte eine easy Sache sein und zusätzlich natürlich nicht einfach nur so weggefarmt, sondern wir haben hier Loons und Minions am Start, wobei ich auch wieder sagen muss, wie gesagt, lohnt sich das? Wie gesagt, wenn wir 50 Minions haben, Level 5, wir machen kurz einen Cut. So, da bin ich wieder, weil natürlich hier schön meine Liste. 50 Minions sind jeweils 10 Dunkles, somit einfach mal 500 Dunkles auch wieder weg. Das muss man auch erstmal wieder reinholen. Aber wir geben uns das jetzt mal. Schauen wir mal rein. King zuerst gedroppt. Ja, das ist nicht weiter wild, klar. Und jetzt gucken wir mal. Ich gehe mal davon aus, jetzt wäre natürlich... Oh, jetzt sehe ich das irgendwo, genau. Und hier Minions werden schon zum Clearen vorsichtig verwendet. Je nachdem, wo man halt die Luftabwehr nicht in der Nähe hat, ganz klar. Aber ich sag mal ganz ehrlich, mit der Taktik rennt ihr eigentlich auch die Zeit nicht davon. Wir haben die Infernos nicht dabei, wir haben die Expos nicht dabei. Also da, das ist schon eine easy Nummer hier eigentlich. Wichtig dazu ist aber zu sagen, ganz klar, wir haben Kristall 1, somit zählt der Loot natürlich auch, der Bonus-Loot oder Loot-Bonus. So, jetzt die Luckys machen hier definitiv alles klar. Und spätestens jetzt, da hätte er nicht mal mehr den Eil gebraucht, aber vollkommen in Ordnung. Aber hier hat man es wieder gesehen, wenn man wieder in der Traube angreift, immer so eine Sache, es könnte ein Riesenbomben da sein. Ganz klare Geschichte. War okay, ganz klar, besonders in dem oberen Bereich, wenn man halt wirklich nochmal ordentlich Lootbonus bekommt, dann läuft das auf jeden Fall. Gucken wir mal hier, Tori haut wohl einen richtig üblen Scheiß raus. Sehr geiles Ding. Gucken wir nochmal kurz rein. Ist im Bereich Champ 3. Deswegen halt schon die Aufstellung, wo man sich sonst sagen würde, warum? Ich meine, der hat alle Lager draußen hier easy zu holen. Klar, aber dann wird es halt mit dem Rest schwerer. Obwohl ich echt sagen muss, tretet mich nicht bitte. Aber ganz ehrlich, also 50% sollten da ja immer drin sein, oder? Also jetzt mal ehrlich, hier... Das ist hier easy. Klar, dann haben wir hier den Inferno. Der ist aber auf Multi, also von daher nicht so megamäßig, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Held reingeht. Also ich sag mal ganz ehrlich, 50% sind da easy drin. Aber wir werden sehen, was da geht. Ich würde mal sagen, den hat er ordentlich, wie man im Neudeutsch sagt, rasiert. Ja. Golem schön vorgesetzt. Genau, dann hier. Ihr seht hier den Unterschied. Genau. Wie gesagt, das wissen so gut wie alle. Aber es kann ja sein, ich habe andere Zuschauer noch dabei, die das zum ersten Mal sehen. So, da habe ich gleich gesehen. Ganz klar habe ich gleich gesehen. Das ist nun nichts Neues. Aber Vierer Golem, Fünfer Golem. Wie geht sowas? Also muss einer aus der Clan bekommen. Logischerweise. Also sobald ihr sowas seht, ihr habt unterschiedlich starke Truppen von derselben Truppe halt. Wisst ihr, muss definitiv eine CB im Spiel gewesen sein. Golems halten sich hier schön mit dem Magierturm auf, aber das sollte ganz schnell gehen. Genau, das läuft hier. Das ist natürlich, ja, schade, schade, jetzt ist der Expo ab und guck mal, dann sind die Magier natürlich schnell down. So. Ich wollte, ganz ehrlich, ich wollte das jetzt echt zurücknehmen und denke mir, hä,
Die waren doch auf Multi, weil der jetzt wirklich nur den Golem gehittet hat. Ich denke, nein, aber die sind definitiv Multi. Woran erkennt man es? Hier, ihr seht hier dieses. Ist es ein Oktaeder? Ich weiß es nicht. Also ein mehr, naja, so eine Art würfeliges Gebilde. Passt auf jeden Fall. So. Und dann geht natürlich jede einzelne Truppe nicht so schnell down. Klar. Und das ist doch jetzt dieses Go. Nee, Go Crack ist das nicht. Ah, ich glaube, der hat es auch geschrieben. Golalun, glaube ich. Golalun. So. King hat das Rathaus nicht komplett gekriegt. Aber soll uns egal sein, weil. Kleinen Moment. Hier kommen jetzt die Loons. Sieht richtig episch aus. Richtig nice. Und hier ist auch immer zu beachten, wenn ihr das halt habt, wenn ihr Town Hall drinne habt und das unbedingt beschützen wollt, ist das vollkommen in Ordnung. Aber ein Tipp an euch, macht eventuell zum Beispiel dann nur die... Nice Loot. Macht nur die Sachen hier... Jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich raus. Genau. Macht zum Beispiel Skelettfallen oder jegliche Fallen darin. Wenn ihr nämlich direkt neben euer Rathaus ein Dev-Gebäude stellt und zum Beispiel die Loons knallen das weg, knallen die gleichzeitig euer Rathaus weg und ihr werdet es jetzt in diesem Video sehen. Hoffe ich mal. Aber ich denke schon. Hier Lavahunde klären das natürlich vollkommen ab, nehmen den gesamten Schaden auf sich und dann ist das eine coole Nummer. Wir haben noch zwei Rage, jetzt noch ein Rage, also das passt. Das passt auf jeden Fall. Da kann die Base nicht mehr viel mithalten. Und man denkt jetzt, wieso, wieso? Hier ist doch noch gar nichts passiert. Aber dann sind die gesamten Dev-Einheiten weg vom Gegner. Und dann sollte das passen. Ah, es wird echt eine knappe Kiste. Alter Verwalter. Da, aber ihr habt es hier gesehen, Rathaus, wie gesagt, die Loons gehen nicht gleich aufs Rathaus, aber wenn das natürlich wirklich Dev-Gebäude daneben hat, dann ist das der Fall. Na, und dann hier, wie gesagt, diese Lava-Hound-Pups, die reißen dann echt schon was. Die reißen schon richtig was. Gehen wir mal hier schneller. Ja, das ist hier. Sobald er in die Range vom Bogiturm kommt, ist das dann auch gegessen. Zack, zack, das war's. 80%. Richtig geiler Loot, kann man gar nicht meckern. Plus den Champ-Bonus noch dazu. Auf jeden Fall richtig geil. So, jetzt gucken wir noch, was wir hier so. Ja, das bisschen einsammeln brauche ich nicht. So, gucken wir mal, was hier noch geht. Also, der war richtig cool, Tori. Loot. Ja, aber das ist Standard. Wie gesagt, das ist Standard. Sorry. Wie gesagt, die wollen wir auch, ganz ehrlich, die wollen wir auch nicht hier haben. Das ist hier, sowas ist geil. Sowas ist geil. Aber wie gesagt, bitte mit so 200k, das ist ganz normal. Das hast du mindestens einmal am Tag. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wir gucken mal. Er hat hier, also er ist komplett inaktiv. Ich würde wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde wieder hier schön dunkles snacken. Aber gucken wir mal, wie ist mit seiner. Ja, okay. Ich sehe es jetzt erst, Manu. Okay. Sorry dafür. Okay, also dann, ja, ich muss mal sagen, wie würde ich reingehen? Also ich glaube, das Cleverste ist wirklich. Mitten ins Gesicht zu gehen, weil wir haben 12 Riesen, wir haben die Mauerbrecher dazu und halt wirklich die Helden, die einfach unsterblich sind. Die sind unfucking sterblich mit Level 36. Da nimmt er dieses Dorf so episch auseinander, wird gar nicht gehen. Wird gar nicht gehen. Jetzt aber die Frage, die, wo er reingeht. Ich würde ja mal. Egal, vollkommen egal. Mit den Truppen ist es egal. Sage ich jetzt einfach mal.
Die Gefahr von einer Riesenbombe war nicht mehr da, ist ein komplett inaktives Dorf, somit kann man die Riesen ohne Probleme auch an einer Stelle droppen. Aufgemacht, dann mit Kobis rein. Für mich muss ich sagen, mir wären die Kobis noch ein bisschen zu früh gewesen. Ich hätte die später gedroppt. Weil die Riesen können in dem Bereich hier richtig ordentlich was ruppen. Da geht einiges. Hier seht ihr, die sind auch noch nicht tot. King von dort, naja klar, ich meine, er geht definitiv auf 100%. Ganz klare Sache, was bei der Town Hall auch nicht wirklich schwierig ist, bei der Base. Schon richtig geil Loot gezogen. Und die. Hat er die Queen überhaupt schon gedroppt? Ja, da unten macht die gerade was klar. King ist oben und wie gesagt, er hält halt megamäßig was aus. Und dann können natürlich die Riesen, die Bogies richtig ordentlich arbeiten. Ganz klare Geschichte. Hier nochmal, habt ihr den Rage gerade gesehen? Habt ihr gerade den Rage gesehen, dass die Hütte wieder fast komplett voll ist? Das ist effektiv zwei Könige, muss man doch echt mal sagen. Also das geht richtig ab, aber wie gesagt, das. Ich habe nichts anderes erwartet bei Manu. Naja, so richtig geil. Und das ist natürlich auch ein mega geiler Loot. Plus Bonus. Super geil. So eine Sachen wollen wir sehen. Weitere Folgen gibt's natürlich. Und da bin ich doch nochmal ganz kurz. Den möchte ich euch dann doch nicht vorenthalten. Und zwar kam vom Just for Fun zwei Angriffe, die echt noch mega geil waren, die er selber aufgenommen hatte und ich bin noch nicht dazu gekommen, die aufzunehmen. Und hier seht ihr die jetzt. Also auch nochmal megamäßiger Loot. Er hatte schon vorgespult, das kann ich jetzt nur nicht ändern, sage ich jetzt mal, aber das ist ja nicht weiter wild. Also da seht ihr, da hat er richtig ordentlich rausgehauen und ich glaube sogar noch ans Dunkle rangegangen und da auch noch richtig gut kassiert. Ja, guck mal hier mit den Kubis dann noch klar gemacht. Gucken wir mal, holt er noch? Holt er noch das letzte bisschen? Bitte, 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 bitte. Ah, schade. Aber trotzdem, also mega fett. Also ich meine, 1,2 Millionen. Was will man mehr? Starten wir mal gleich den nächsten. Und hier hat er den nächsten vorbereitet. Gucken wir mal, was hier kommt. Auch episch. Absolut krass. Wie gesagt, ich bin die ganze Zeit nicht dazu gekommen. Die Angriffe sind noch von vor, was weiß ich. Er hat mir da bestimmt schon vor über einem Monat Bescheid gegeben. Hat gesagt, ey, ich hatte die vorbereitet. Und ich sage, ich habe die nicht vergessen, keine Sorge. Die kommen auch noch. Und ich halte natürlich mein Wort, ganz klare Sache. Und hier auch innen drin, obwohl die Lager wirklich innen drin waren, schön mitgenommen, einwandfrei. Das wollt ihr euch einfach wirklich nicht vorenthalten. Gucken wir mal. Zack. Ja, also was will man mehr? Was will man mehr, bitte? Einwandfrei. Richtig geiles Ding. Ja, damit soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet mit den beiden Dingern auch noch Spaß. Wie gesagt, just for fun. Hat da noch was rausgehauen. Ich wünsche euch was und ihr rein. Ciao, ciao.